Hey ja, und willkommen zu einem neuen fucking Video auf diesem Kanal mit dem Hi. Mit dem Hi. Mit ja. Dem Hi. Mit dem Zeili. Ja, ich habe den echten Zombie getötet. Ja, wir spielen eine Runde Shellshock und haben einfach so über ein Thema gelabert. Das haben wir für euch jetzt raufgeladen, also zusammengeschnitten und dann raufgeladen. Habt einfach viel Spaß daran, es geht um Politik und eigentlich, dass sie komplett unnötig ist und um die blaue und grüne Partei von Österreich und eigentlich so ein Bullshit. Also, ja. Guckt euch an, es ist interessant geworden. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Viel Spaß. Ja, viel Spaß und jetzt kommt das Intro. Hä, wo ist das Intro? Oh, da. Puh. Okay, da sind wir schon wieder nach dem super tollen Intro. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade ziemlich lange über Politik geredet und sind dann auf den Entschluss gekommen, dass also Grün und Blau so, also beide eigentlich schlechte Parteien sind. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen, oder? Bist, ja. Bist du derselben Meinung? Oder zumindest mal Grün auf jeden Fall. Grün auf jeden Fall. Nein, Blau und Grün kann man nicht wählen. Das Problem war jetzt nur, dass wir jetzt Van der Bellen und Hofer zur Stichwahl hatten und das eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Die SPÖ war ziemlich schlecht aufgestellt mit und die ÖVP, finde ich. Auf jeden Fall, ja, ich würde schon, also du bist schon in Blau, oder? Ja, schon. Okay. Ja, gut. Irgendwie. Nein. Ich bin generell nicht so der politische also, Mensch. Du wisst, ich habe noch nicht gewählt, also ich war noch nie bei einer Wahl, also ja, ich habe das schon nachgedacht, oder? Ich werde mir da mal wissen, das Parteiprogramm nochmal zu lesen. So. Das Problem ist einfach nur, bei uns sind die Blauen, zumindest mit HC Strache und Hofer, Propaganda-Politiker. Also sie versuchen mit Hetzreden die Leute, die eben sich für Politik nicht so interessieren, die eben so stammtischmäßig diskutieren, sich einzusetzen und diese mitzureißen in einem gewissen Strom. Ja, genau. Ich würde generell behaupten, dass Politiker generell scheiße sind. Ja. Das kann man auf jeden Fall behaupten. Aber, wow. Ich würde einfach nur nicht sagen, dass eine Partei, die sich, also die Blauen versuchen, so rüberzukommen, dass sie sich für das Volk einsetzen und halt, ja. Die anderen schlecht auszuüben. Genau, die anderen quasi schlecht darzustellen. Und ich weiß nicht, mich macht das irgendwie nicht glücklich, wenn man andere Menschen so schlecht hinstellt. Denn man sollte sich überlegen, will man überhaupt, dass es sich irgendwas ändert? Das ist immer so das Thema. Alle glauben immer, ja, es muss sich was ändern, es muss sich endlich was tun, aber warum? Warum muss ich was tun? Welche Probleme haben wir wirklich, die so groß sind? Das ist so die Frage. Ich meine, ich kann es ja. So schlecht geht es uns ja in Österreich. Ja, eben, ich kann es ja gar nicht so behaupten. Ich meine, ich bin noch nicht erwachsen, ich zahle noch keine Steuern. Aber. Du bekommst nicht mal Geld, also. Dafür bekomme ich auch kein Geld, das ja. Stimmt. Aber ich bekomme Geld und zahle auch keine Steuern, weil ja. Ich ja eben noch lerne. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ich bin zufrieden mit der Gesamtsituation. Das sollte theoretisch einfach mal jeder sein, weil. So, ja, wir sollten eigentlich mal froh sein, dass wir keinen Krieg haben und das ist. Ja, genau. Und momentan läuft die Politik nicht mal so schlecht, also. Das stimmt. Und sich da irgendwie. Warum kann man nicht einfach bei der gewohnten Partei bleiben? Momentan geht es jeden anscheinend nur so wegen dem Flüchtling so schlecht. Ja, aber das Ding ist das, dass genau die Leute in der Stadt, die eigentlich das Problem mit den Flüchtlingen haben, dass genau diese Leute, die Grün wählen, die, Grün, ja. Die eben für Flüchtlinge sind. Also man kann ja nicht alle Flüchtlinge in einen Topf werfen. Gibt eigentlich nur gute Flüchtlinge, aber was sie dann daraus machen, ne? Ja. So es auch nur gute Menschen gibt, aber wenn sie scheiße bauen, sind sie halt scheiße. Ja, ja, auf jeden Fall. Das große Problem ist eigentlich nur das, dass sich durch diese ganze Thematik einfach nicht Handwerksberufe,
mit den Handwerksberufen so richtig auseinander trennen und so eine Kluft dazwischen entsteht. Das ist das einzige Problem, dass jeder Arbeiter eigentlich nur ein Bauerntümpel ist unter den Studierten und Schülern und jeder Schüler eigentlich nur ein arrogantes Dreckschwein bei den... Ein Dreckschwein, nicht nur ein Trottel. Was auch immer jetzt, aber das ist auf jeden Fall so der Punkt und diese Kluft, das ist das Einzige, was mir gerade richtig am Arsch geht. Man sollte einfach mal Politik eigentlich in Ruhe lassen. Ich meine, wir reden gerade auch über Politik, aber Politik ist eigentlich ein Thema, du kannst es eh nicht, egal wer da jetzt eigentlich, also kein Politiker hält das ein, was er verspricht und... Ich glaube, als einzelne Person kann man da sogar nichts machen. Na gut, abgesehen davon. Was jemand verändern könnte, wäre vielleicht ein YouTuber mit, weiß nicht wie viele tausend Abonnenten, mit vielleicht 100.000 oder so, der vielleicht andere dazu reden kann, aber jeder das, hat seine eigene das Meinung. Ding, ja genau, jeder hat eigentlich seine eigene Meinung. Das Einzige, was dann eben an den Blauen zum Beispiel nervt, ist, dass sie irgendwie die Meinung von Leuten mehr oder weniger nehmen. Die Leute, die nicht direkt nachdenken. Genau, die hören das. Die hören das und denken sich, hey, das ja, fühle ich momentan ja auch. Ja, immer wenn ich einen Ausländer sehe, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja, nein, da wählen wir die. Das ist halt einfach so, naja, man denkt nicht genug nach. Oder zum Beispiel das mit der Kopftuchsaga von Van der Bellen. Ja, gut, am Anfang kriegt das natürlich auch auf und dann nutzt das natürlich die FPÖ gleich aus. Das soll ein Bundespräsident für Österreich sein. Das ist auf jeden Fall... Ja, man sollte sich einfach über Politik, das Fazit von den Ganzen sollte eigentlich sein, dass man sich von Politik nichts sagen lassen sollte und Politik eigentlich komplett für den Arsch ist. Also wenn man nicht wählen geht, sollte man sich auch nicht aufregen und wenn man wählen geht, dann sollte man sich vorher informieren. So. Informieren, genau. Das ist halt sicher nicht der echte. Wir alle lassen uns eigentlich von irgendwas beeinflussen. Deshalb finde ich auch in österreichischen Schulen gut, dass man da vorher informiert wird. Ja, um Hilfe, also. Ja, das schon auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich schneide das Video ein bisschen, denn ich habe einige Stellen, wo ich einfach gar nichts sage. Und das ist dann auch blöd. Ja. Na gut, auf jeden Fall schließen wir das Ganze ab, denn die Runde ist gleich vorbei und ich glaube, dass wir... Ja, ich habe den echten Zombie getötet. Ich bin gleich tot in diesem Spiel. Wenn ihr mehr Shellshock sehen wollt, das kommt vielleicht bald was mit Christian. Mit dem Chris Let's Play. Also wenn du das siehst, Grüße gehen an dich raus. Hi. Hi. Es sollte grundsätzlich nur darum gehen, dass der Teile wieder dabei war und das eigentlich Politik. Weil wir einfach zufälligerweise darüber diskutiert haben, dass es eigentlich ein scheiß Thema ist. Eigentlich hatten wir auf so einer Website Themen gesucht. Genau. Und dann haben wir ein anderes Thema ausgewählt gehabt. Und dann haben wir, was da nicht in der Folge drin ist. Ja genau, Terrorismus. Eigentlich hatten wir Terrorismus, aber ja, dann genau. Hatten wir, das ist auch nicht mehr, haben wir uns instant darüber unterhalten, über die Politik. Ja genau, weil da einfach... Das war eigentlich ja nicht mal geplant. Ja, das stimmt. Also, ja. Ich habe sicher gewonnen. Ja, gut, das war's jetzt mit einer tollen, lustigen Runde Shellshock mit ein paar coolen Themen und einem alten Gast. Ich habe 500 Damage gemacht, das war schon ganz schön sick eigentlich, also so schlecht war es das echt jetzt nicht. Ja. Wir haben den echten Lord Zombie besiegt, das war so garantiert der echte nicht. Egal. Und ja, wenn ihr den Typen wieder dabei haben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Okay. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Tschüss. Tschüss.